Ein herzliches Willkommen zurück an den Grenzen Myrtanas bzw. Varanz, die wir im Moment noch nicht überqueren werden. Und jedes Mal wieder, wenn ich in das Spiel reinkomme, öffne ich erstmal das Menü von Steam, also dieses In-Game-Overlay-Menü. Weil wenn ich auf den Desktop tabbe, ich weiß gar nicht, warum das so ist, vermute mal, das habt ihr alle. Wenn ihr auf den Desktop tabt mit Alt-Tab und dann wieder ins Spiel reingeht und dann Shift drückt, denkt sich das Spiel, hey, der hat doch irgendwann mal Tab gedrückt. Der will bestimmt das Overlay öffnen. Und dann öffnet sich das Overlay. Völlig random. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, dass ich da nichts vermute. Und das schaut auch absolut nicht danach aus. Ich glaube, wir werden tatsächlich mal nicht völligen Schwachsinn zusammenlaufen, sondern einfach zurückgehen. Wir haben ja hier unter uns noch was, wie man hört. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wo nochmal der Eingang war. Ich glaube, der war weiter hinten. Ja, war weiter hinten. Ah, ich freue mich schon auf Varanz. Mal ein anderer Anstrich vom Aussehen her und vor allem auch von der Musik. Auch wenn mich manche Stücke jetzt schon nerven werden, wenn ich nur dran denke. Es gibt manche Sachen in Varanz, die sind schon ein bisschen sehr penetrant. Okay, da sind noch mehr. Hauptmann Rumford, da sind noch mehr. Noch mehr. Peng. Da hat mich die Fleischschwanze gerade etwas gebaitet. Viel besser als erwartet. I take it. Also ich muss gerade sagen, das ist irgendwie lustig, dass mich das hier voll an Odyssey erinnert, an Gothic 2 Odyssey. Wenn man von Gothic 2 Odyssey, sag ich mal, frisch nach Varanz kommt, dann hat man da ähnlich wie hier eine Schlucht mit so seitlichen kleinen Höhlen. Waren dann, glaube ich, sogar auch ganz unten Minecrawler. If I remember correctly. Und irgendwie muss ich gerade voll an Odyssey denken. Was ich irgendwie cool finde, dass eine Mod quasi so in Erinnerung geblieben ist. Oh, eine schwere Truhe in Erinnerung geblieben ist. Ein Katana. Nur Einhandwaffe ist not bad, theoretisch. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich das Spiel spiele, gehe ich auf Geschicklichkeit. Wobei, wenn ich den Content-Mod ausprobiere, hätte ich schon mega Bock auf Magie. Weil vielleicht ist da auch neue Magie mit drin und das wäre dann auf jeden Fall cool. Sag mal, wie viele sind denn das? Haben wir es jetzt? Aha. Ich gedacht, du kannst überleben, ja? Diesmal bist du lieber still. Gut. Das haben wir. Da waren doch zwei Abzweigungen, oder? Bin ich doof. Ja gut, macht Sinn. Es sind zwei. Das ist da drüben und hier. Ist halt nur dieselbe Höhle. Freut mich übrigens, dass Gothic 3 bisher bei euch ganz gut ankommt. Trotz der Tatsache, dass ich gegen Goblins absolut keine Chance habe und die eigentlich der Hauptprotagonist sein sollten. Finde ich gut. Finde ich gut. Und auch der Tatsache, dass es halt Gothic 3 ist.
Hat mir ja schon öfter kurz angeschnitten, dass Gothic 3 nicht so beliebt ist bei den meisten. Aber ich finde, es hat trotzdem, trotz seiner Kanten und Fehler, hat es absolut seinen Charme. Weswegen ich Gothic 3 auch mit einer gewissen Schmerzgrenze oder Toleranzgrenze, das passt glaube ich besser, empfehlen würde. Ich glaube, ich lege mich erstmal pennen in Nemora, damit es wieder hell ist. Und dann suche ich mal diese zwei Rebellen, die da den Bauernhof ausgeraubt haben. Was ist das? Ah, ein Karnickel. Es war ein Karnickel. Ich glaube, im Westen waren die, ne? Irgendwann ist doch das vorbei. Irgendwann ist doch das vorbei. Man muss eben aufpassen. Mach hier keinen Ärger, klar? Ich denke darüber nach. Ich habe dir einen Paladin besorgt. Paladine sind genau das, was unsere Moral wieder auf Vordermann bringt. Sehr gut, du weißt, wie du uns hilfst. Kann dir doch egal sein. Hier sind die Waren aus der Wüste. Ich wusste, sie sind noch da. Sehr gut gemacht. Hier dein Anteil von unserem Gold. Du solltest meinen Rat annehmen. Ihr wird es mir noch nicht sagen, deswegen werde ich das mal noch nicht ansprechen. Taschendiebstahl, ihr habt nichts Neues. Vorher sagen können. Ja. Gut, dann zum Magier. Kann ich mich dann noch schlafen legen? Das hätte er doch besser wissen müssen. Hier hast du deine Staudenlobelie. Das ist wahrlich fantastisch. 65 schon. Ich hoffe, die Biester da oben haben. Hier hast du einige Tränke als Lohn. Gib mir deinen Feuerkelch. Gut. Ich vertraue dir das gute Stück an. Ich hoffe, er wird heil im Kloster bei meinen Ordensbrüdern ankommen. Nö. Wir werden sehen. Ich gebe das Ding dem Ork. Sag mir, wer hier der Boss ist. Sprich mit den anderen. Ich bin es nicht, Freund. Was ich jetzt noch machen werde, ist, weil ich habe, nämlich die Lernpunkte zumindest Diebeskunst auf 60 zu bringen. Ach, er war Hengley. Okay. Der Bauer Pharmon behauptet, du hättest seinen Hof überfallen. Was? Ich weiß von nichts. Ein feiner Rebell bist du. Anstatt Orks zu bekämpfen, beklaust du harmlose Bauern. Psst, nicht so laut. Hier, dieses Gold habe ich Pharmon abgenommen. Du kannst es haben. Wenn der Boss das mitbekommt, wirft er mich den Orks zum Fraß vor. Du nennst mir jetzt sofort den Namen eures Anführers. Oder du tust was? Mich bei unserem Anführer anschwärzen? Verdammt. Denk mal darüber nach, du Spinner. Mensch, da hat er mich in der Zwickmühle. Oder kann mir die größten Schlösserknacken gar nicht beibringen. Okay, dann bringe ich trotzdem die Diebeskunst auf 57, in der Hoffnung, dass ich drei Diebeskunst noch irgendwo anders herkriege. Bolzen. Was ich jetzt interessant finde, ist hier Feilschen. Was sind bessere Preise? Also um wie viel handelt es sich da? Ich nehme es mal, komm, was soll's. Beißen 7 LP. Nee, Geld ist. Zeig. Ups. Geld ist echt kein Problem hier. Geld ist hier echt kein Problem. Okay. Dann machen wir Panaronio. Das hat den Regen jetzt nur verstärkt. Ich glaube dir kein Wort. Was haben wir hier denn jetzt noch? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Seine Magie zurück. Räum den Bauernhof. Ich werde einfach abwarten. Ist halt die Frage, ob ich das machen kann. Ich weiß schon, welcher Bauernhof gemeint ist, aber ich müsste die Orks wahrscheinlich töten, oder? Kann die wahrscheinlich nicht auf normale Art und Weise vertreiben. Ich gehe aber mal kurz zu den Bauern zurück und gebe ihm seine Kohle zurück. Zu dem anderen Bauernhof. Und dann können wir ja langsam mal nach Treles einmarschieren.
Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich gerade nur Projekte habe, bei denen die Folgen im Endeffekt eine Stunde gehen würden. Und da komme ich halt aktuell absolut nicht hinterher. Und da kann ich aktuell nur eins aufzeichnen. Das ist wirklich, wirklich schade. Weil ich hätte auf alle davon Bock. Aber es macht halt bei manchen Sachen keinen Sinn, eine halbe Stunde draus zu machen. Weil dann wären das hier jetzt auch schon 40 Parts, ohne dass überhaupt bisher was passiert ist. Das ist halt... Oh, ihr seid ja doch schneller als gedacht. Oder zumindest du. Die Nacke da ist. Und ich mache das halt meistens so, dass ich Projekte erst wirklich hochlade, wenn ich mir sicher bin, dass ich sie in naher Zukunft weiter aufnehmen kann. Beziehungsweise sie schon fertig habe oder ein Puffer, der groß genug ist. Und das kann ich halt bei den anderen aktuell noch nicht sagen, dass ich das habe. Dass ich die gar nicht gesehen habe, als ich hier schon mal vorbeigelaufen bin. Interessant. Weil da drüben war ich ja schon. Da waren die Schattenläufer, die durch Materie laufen konnten. Durch feste Materie. Is it possible to learn this power? Eidechse! Ich find's lustig, wie immer mein Amazon-Produkt aufleuchtet, wenn ich Eidechse sag. Tatsächlich freue ich mich diesmal sogar ein bisschen auf Nordmar, weil da war ich, wie gesagt, bisher nur ein einziges Mal, als ich durchgespielt habe und dann nie wieder, weil ich Nordmar damals immer blöd fand. Kann sein, dass es jetzt wieder der Fall ist, aber ich erinnere mich zumindest nicht dran und hab halt Lust drauf. Bitte schön. Du hattest recht. Hengler der Rebell hat dich tatsächlich bestohlen. Sag ich doch! Dieses faule Lumpenpack sollte man ausräuchern oder in die Minen schicken. Okay, ich kann ihm sein Geld nicht gar nicht zurückgeben. Na gut. Speziell diese Area hier ist in Götterdämmerung etwas anders. Gut, die Gegner hier drin können wir auch noch töten, wenn wir schon mal hier sind. Hinterlistiger Oger. Ich bin mir ja nicht sicher, wie so ein großes Viech hinterlistig sein soll. Ah ja. Mhm. Und dann sind sie auch noch zu 14 hinterlistig, ja? Oh. Da. Da. Ja, ja. Ich guess, es sind zu viele. Also die werde ich jetzt leider mit Armbrust machen müssen, weil das sind einfach zu viele. Oh no. Hihi.
Oh, oh, da ist ja noch einer. Oh mein Gott. Da! Bei denen funktioniert das trotz des Community-Patches erstaunlich gut, einfach die linke Maustaste zu parallelen. Aber das liegt bei denen wahrscheinlich daran, dass die tatsächlich nach hinten erstmal ausholen. Und die Leute dasselbe Problem haben wie ich. Der Gegner trifft halt dann einfach zuerst. Schwere Truhe. Paladin-Schwert, Leute. Jetzt sind schon langsam krasse Waffen drin. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Vor allem, das ist, glaube ich, sogar besser als ein normales Paladin-Schwert, oder? Das hat plus 5 Leben noch zusätzlich. Na gut, dann haben wir das auch erledigt. Wir gehen jetzt aber mal zu dem Bauernhof. Wir schauen mal, ob wir da die Orks auch friedlich wegscheuchen können. Okay, die sind tot, die fliegen. Hier habe ich schon gelootet, oder? Ich glaube ja. Ja, da ist sogar ein toter Lurker. Hallo. Ups, falscher Knopf. Für was waren diese seltsamen Pilze nochmal? Okay, da unten war dann das mit diesen Schraten gerade. Gut, dann müsste der Bauernhof ja irgendwo hier sein. Dachte ich. Weil da drüben ist ja die Brücke. Dann müsste der hier sein, eigentlich. Oder war der noch auf der anderen Seite? Nee, das ist schon fast Geldern. Nee, das ist schon auf dieser Seite hier. Ja, dann bin ich... Ist der vielleicht weiter oben? Maybe ist ein Stück weiter oben.
Oder ich verwechsel da gerade was. Da an diesem Häuschen ist der doch, oder? Bin ich blöd. Aber da war ich doch gerade, oder? No. Auch wenn ich es wahrscheinlich überlebt hätte, sicher ist sicher. Oh, kommen wir uns. Eure Stunde hat geschlagen, Goblins. Mit meiner neuen Waffe werde ich euren Stamm ein für alle Mal ausrotten. Auf dass ihr mich nie wieder durchverprügelt. Ja, da ist der Bauernhof. Anscheinend habe ich es wirklich geschafft, da gerade im Kreis drum rumzulaufen. Kaputt. Krieger, Speer, Krieger, Krieger. Diebstahl. Pass auf, wo du hier hintrittst, sonst verwisst du alle Spuren. Eieiei. Was ist hier passiert? Das wüsste ich auch gerne. Bis vor einigen Tagen war dieser Bauernhof noch intakt. Hier lebten etwa 4 Bauern. Jetzt sind alle weg. Der Bauernhof ist völlig verwüstet. Wer kann das getan haben? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich auch schlauer. Drüben im Westen gibt es eine Höhle. Dort habe ich einige Viecher gesehen. Sie sahen sehr gefährlich aus. Möglicherweise haben sie dies hier angerichtet. Die Oger wahrscheinlich. Ich könnte mir die verdächtige Höhle mal ansehen. Mach das. Am besten tötest du gleich alles, was da herumkreucht. Aber lass dich nicht fressen. Die verdächtige Höhle nahe des Bauernhofs. Hallo? Säbelzahntiger, okay. Oh. Da. Die haben sich aber in ein komisches Gebiet gewagt. Ist das nicht das falsche Klima für Säbelzahntiger hier? 2 Stück. Boah, sind die schnell. Da, da! Oh, ich stuck, da. Ich stuck! Ja, das ist mein Ende. Schade. Vielleicht mit dem aufgeladenen Schlag, vielleicht klappt der bei denen auch. Let's try. Ja, perfekt. Schade, hat mich trotzdem erwischt. Da war ich wieder im Dauer-Stagger-Modus, also nicht diesen Stagger-Modus, der mich wegstaggert. Sondern tatsächlich den, wo mein Charakter dran steht und einfach nichts mehr tut. Das ist sehr gut, dass ich beide erwischt habe. Stuck ich wieder? Also in der Höhle hier zu kämpfen ist gerade ganz fürchterlich. Jetzt ist mir die Ausdauer ausgegangen. Ich gehe jetzt weiter vor, damit ich ein bisschen mehr Platz nach hinten habe. Bringt halt trotzdem nichts. Also, was mich gerade hier wirklich killt, ist der nicht vorhandene Platz. Das ist gerade mit Abstand das Schlimmste hier.
Einzeln seid ihr schon also gar nicht mehr so krass, hä? Ihr kleinen Penner. Blöde Viecher. Ich könnte die Orks locker töten, das wäre jetzt nicht das Problem. Die Frage ist nur, ob dann hier so... Halt! Irgendeiner bringt unsere Leute um. Weißt du etwas darüber? Ja. Gut, wir behalten dich im Auge. Vielleicht gehen sie jetzt aber auch, nachdem sie herausgefunden haben, dass es Säbelzahntiger waren. Ich hätte eigentlich gucken können da drin, wie viele Leichen da sind. Blöde Eidechse. In der Höhle im Westen gab es nur ein Rudel Säbelzahntiger. Auf mich wirkten sie ziemlich verstört. Ich glaube nicht, dass sie diesen Hof so zugerichtet haben. Verdammt! Und ich hatte gehofft, dass es nicht so kompliziert wird. Kompliziert? Was meinst du? Oben in dem nördlichen Wald habe ich letzte Tage einige Waldläufer herumstreunern sehen. Würde mich nicht wundern, wenn die Mistkerle für die Verwüstung hier verantwortlich wären. Das sowas machen Waldläufer eigentlich nicht. Du glaubst, Waldläufer sollen das hier getan haben? Hätte ich getan. Hey, gesagt. Ich schätze diese Kerle nicht. Sie sind ein kriegerisches Volk. Wenn sie in Scharen auftreten, können sie eine ernsthafte Bedrohung sein. Was soll ich tun? Waldläufer haben oft einen Druiden als Anführer. Finde heraus, ob der Druide den Befehl für diese Schweinerei hier gegeben hat. Und wenn ja, dann töte ihn. Also gut, das ist dann tatsächlich diese Druidentruppe bei Geldern. Also Richtung Geldern. Ich hätte gedacht, dass die zu Geldern gehört, aber gut, dann hätte Geldern theoretisch zwei Druidentrupps zugehörig. Ich will die Druiden halt noch nicht wegklatschen. Nicht, dass das zu Problemen führt. Ihr könnt es vielleicht mal googeln, ob das ein Problem macht, wenn ich die Druiden jetzt schon wegklatsche. Nachdem ich ihre Quests quasi gemacht habe. Die Orks glauben, dass du einen Bauernhof bei Trelis verwüstet hast. Da haben sie auch verdammt recht. Oh. Menschen wie die Bauern, die für die Orks arbeiten, stärken ihnen nur noch den Rücken. Ich kann nicht mit ansehen, wie Menschen sich versklaven lassen, nur um ihr klägliches Dasein zu verlängern. Lieber den Tod als Lakai dieser Brut Beliars. Ich werde nicht eher ruhen, bis die Saat des Bösen wieder aus unseren Wäldern verschwunden ist. Okay. Beruhig doch deine Nuggets. 65 Ausdauertränke, die habt doch bestimmt ich dem verkauft. Kann ich ja vielleicht kurz zwischen den Folgen einmal gucken, ob ich die Druiden einfach umklatschen kann. Aber dann lasse ich die jetzt erstmal und gehe jetzt nach Trelis rein. Kann ich dem Ork denn wenigstens sagen, ja, die sind für die Verwüstung? Weil er hat ja eigentlich gesagt, wenn ja, klatscht sie um. Also, es wurde alles gesagt. Der Druide Thorn hat diesen Bauernhof verwüstet und alle Bauern getötet. Dieses Schwein. Ich habe mir schon sowas gedacht. Gute Arbeit. Hier hast du etwas Gold. Ich hoffe, du hast Thorn dafür getötet. Nein. Schade. Dann werde ich das wohl selbst erledigen müssen. Macht er das denn jetzt tatsächlich, oder? Oder versucht er es denn tatsächlich? Unterrichte den Anführer über die Situation. Aber es ist auch nichts gescheitert. Gewalt auf den Bauernhof verwüstet? Ja.
Hm. Ich habe jetzt nicht gespeichert vorher, ne? Nee. Dann ist eh wurscht. Ups. Dann ist eh wurscht. Dann habe ich es jetzt gemacht. Weil ich habe gerade überlegt, wenn ich die Quest erst abgebe, wenn ich sage, ja, habe ihn auch umgebracht, kriege ich nochmal eine Zusatzbelohnung. Aber dann ist es jetzt eben so, wie es ist. Und ich gehe nach Treles. So, und hier haben wir wen ganz Spezielles. Diesen wunderschönen Mann, der da steht. Und dieses Tor bewacht. Du schon wieder. Ich kann nirgendwo hingehen, ohne dass du mir über den Weg läufst, was? Ich erinnere mich. Dein Name ist Torus. Dich hätte ich hier am wenigsten erwartet. Wie willst du es haben? Willst du versklavt werden? Oder soll ich dich gleich hier töten? Ich sehe, du machst hier wieder die Torwache. Immer noch sauer wegen der alten Geschichten? Jedes Mal, wenn du auftauchst, bricht alles zusammen. Und damit ist jetzt Schluss. Die Orks beherrschen jetzt die Welt. Und auch du wirst dich ihren Regeln beugen oder sterben. Ich sehe, du machst hier wieder die Torwache. Spar dir deinen Spott, du Mistkerl! Ich bin garantiert der einzige Mensch in Myrtana, der es geschafft hat, dass Orks seinen Befehlen gehorchen. Wenn du diesmal wieder vorhast, mir alles kaputt zu machen, dann bringe ich dich um, ist das klar? Ist ja okay. Entspann dich, alles wird gut. Ach, komm mir nicht mehr mit diesem blöden Spruch, verstanden? Du hättest nicht so ein großes Maul, wenn du den hinterlistigen Gesellen des Waldes begegnen würdest. Ich sag dir, wenn die dich zu fassen kriegen, dann machen sie glatt Kleinholz aus dir. Meinst du, ja? Du bist Befehlshaber der Orks? So ist es. Ich kümmere mich um die äußeren Gebiete von Treles. Die Bauernhöfe im Umland müssen kontrolliert und die Ausgrabungen im östlichen Tempel müssen bewacht werden. Der Job ist schon hart genug. Jetzt, wo du da bist, muss ich wohl ganz besonders aufpassen. Das ist immer so nett zu mir. Erzähl mir mehr über die Stadt Treles. Treles ist eine strategisch wichtige Burg der Orks. Wir sind hier nahe der Wüste Varant. Viele Assassinen kommen hier vorbei, wenn sie das Mittelland bereisen. Nirgends wirst du erfahrenere Krieger und wohlhabendere Assassinen in Mittelland finden als hier. Also genau dein Ding. Richtig. Die Orks lassen sich von dir, einem Menschen, kommandieren? Das beeindruckt dich, was? Die Orks haben die Insel Korinnes eingenommen und uns Menschen auf ihren Galeeren ans Festland gebracht. Wir hatten die Wahl zwischen der Sklaverei oder einem Leben als Kämpfer für die Orks. Ich habe jeden Arena-Kampf in Myrtana gewonnen und mir die Regeln der Orks zu eigen gemacht. Wenn du einmal gelernt hast, wie ein Ork zu denken, Treles hat kommt der Rest gar keine von ganz Arena, allein. Oder? Kann ich dir helfen? Mir wäre lieber, du verschwindest einfach wieder. Aber da du mir diesen Gefallen sicher nicht tun wirst, kannst du genauso gut für mich arbeiten. Soll ich jemanden aus der Burg jagen, für den du... Oder den du nicht aus der Burg jagen kannst, weil du dafür eine unabhängige Partei brauchst? Wie laufen die Ausgrabungen am Osttempel? Der Aufseher Tempek fordert ständig neue Männer an. Trotzdem bleiben die Lieferungen aus. Damit ist jetzt Schluss. Geh zum Tempel und sag Tempek, dass er endlich liefern soll. Was gibt es auf den Höfen zu tun? Der Bauernhof im Westen hat schon ewig nichts mehr von sich hören lassen. Ich habe einen Spähtrupp losgeschickt, der nachsehen soll, was dort nicht stimmt. Aber auch von ihnen habe ich schon seit Tagen nichts mehr gehört. Sieh mal nach, was da los ist. Stimmt ja, der andere Bauernhof, da ging es ja an sich um die Pacht. Vielleicht habe ich jetzt das Gold halt behalten, um die Pacht zu bezahlen. Der Bauernhof im Westen ist verwüstet. Dort lebt keiner mehr. Wusste ich es doch. Ich kann nur hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt. Andernfalls sind wir auf die Karawanen angewiesen. Und das wird teuer für Treles. Hier, dein Sold. Danke. Diese hinterlistigen Oger belästigen garantiert niemanden mehr. Gut, eine Sorge weniger. Hier, dein Sold. Danke. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Mhm. So, Jungs, alles klar bei euch. Gar nicht hier sein. Konrad. Schau mich nicht so an. Ich weiß selbst, dass ich hier eigentlich nichts verloren habe.
gebe dir einen guten Rat. Oh, nein, ist ein Assassin. Er gibt mir einen guten Rat. Du bist ein Paladin. Ich war es einmal. Bis wir den Krieg und unsere Runenmagie verloren haben. Heute bin ich nur noch ein Schatten der Vergangenheit. Ich spiele ein Lied auf der kleinsten Violine der Welt für dich. Daran wird auch die großen Pläne der Feuermagier nichts ändern. Von welchen großen Plänen der Feuermagier sprichst du? Einige Magier in Nordmar glauben, einen Weg gefunden zu haben, uns unsere Magie wiederzugeben. Dazu suchen sie diese alten Feuerkelche und lassen sie sich in ihr Kloster bringen. Was weißt du noch von den Feuerkelchen? Gar nichts. Nur, wo sich einer von ihnen befindet. In deinem Besitz? Und wo? In meiner Tasche. Ich habe ihn in dem Gerümpel der vertriebenen Soldaten dieser Burg gefunden. Dann habe ich 7, oder? Ich glaube, 6 habe ich schon. Feuerkelch. Um damit was zu tun? Das, wozu du scheinbar nicht in der Lage bist. In Ordnung. Hier, nimm das Ding. Wer weiß, vielleicht bringt es ja was, wenn du ihn den Feuermagiern in Nordmar bringst. Ich finde es ja lustig, dass diese Feuerkelche anscheinend übelst wichtig sind und trotzdem jeder einfach gleich weitergibt. Du kämpfst gegen dein eigenes Volk. Das wär's, weiß ich nicht. Hat uns alle verlassen. Kaugummi. Mit der Runenmagie ging auch mein Glaube. Ich werde erst wieder mein Schwert gegen die Unterdrücker erheben, wenn Innos mir die Magie zurückgibt. Du arbeitest für die Orks? Natürlich. Oder soll ich mich etwa in den Höhlen verkriechen wie die Rebellen? Mhm. Ich bin stark und will mich nicht verstecken. Verstehst du? Also verprügelst du jetzt die nicht stark sind. Wo haben wir sie denn? Hier, 8. Ich habe sogar schon 8. Okay, dann fehlt nur noch einer. Ich glaube, Beliar will mich prüfen. Sieht aus wie Brennholzer. Oh, Waffenbündel. Lass ein bisschen trommeln. Ach, verdammt, ich habe keine Stöcke oder auf was auch immer ich damit einprügeln würde. Oh, Waffenbündel. Also das sieht ein bisschen so aus, als würde er nur darauf warten, dass ich mich neben ihn setze und dann besorgt es mir so richtig. Genau so sieht das gerade aus. Ich gehe einfach wieder. Ich dachte gerade, es wäre ein Waffenbündel, aber es ist nur Holz. Da ist ein Waffenbündel. Ja, halt doch dein Maul. Gibt's irgendwas, Klave, so begierig, wie du mich beobachtest? Immer feste drauf. Das ist meine Meinung. Sag mir, was du brauchst, und dann geh wieder. Ich bin beschäftigt. Du bist ein guter Schmied? Das will ich meinen. Viele Krieger sind mit meinen Klingen erfolgreich in die Schlacht gezogen. Aber das war nicht immer so. Da liegen Waffenbündel. Du hättest mein erstes Schwert sehen sollen, Mora. Es war schäbig und mit einer schartigen Klinge, aber ich habe es immer bei mir getragen. Es erinnerte mich an meinen Vater. Du hast dein altes Schwert nicht mehr? Nein, weil dieser idiotische Versager von einem Aufseher Tempek nicht zuhört, wenn man ihm was sagt. Ich sagte, er könne sich einige Waffen aus meiner Kammer für seine Ausgrabungen am östlichen Tempel mitnehmen. Aber nicht das alte Schwert, das auf meinem Bett liegt, habe ich gesagt. Tempek muss es mitgenommen haben, der Idiot. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Ich soll dich unterrichten? Oh, warum? Was hast du für mich getan? Du darfst deine Waffe für das Volk der Orks führen. Reicht dir das nicht? Wer hat dich das Schmieden gelehrt? Wir Orks sind Krieger. Viele unter uns beherrschen diese Kunst. Nicht selten wird sie vom Vater zum Sohn weitergegeben. Ich brauche Waffen. Da habe ich einiges für einen Kämpfer wie dich. Zeig mir deine Ware. Vom Vater zum Sohn. Mhm. Dann hätte ich nur mal eine theoretische Frage. Wo sind die Orkfrauen? Das hast du dir nicht verdient, Mora. Was kannst du mir denn... Ach nee, er bringt es mir ja noch nicht bei. Ja, ja.
Aber beklauen kann ich dich. Danke. Hey, Mora, warum schleißt du hier herum? Gib Ruhe. Okay, hier ist kein Waffenbündel drin. Krieger, Speer. Die Moras haben keine Ehre. Halt, Mora. Was ist denn? Hast du Heiltränke bei dir? Ich brauche Heiltränke. Gib mir alle, die du bei dir hast, sonst gibt's Haue. Verstanden? Aber wenn du mir Haue gibst, dann wird dir keiner euch ermessen. Ich gebe dir erstmal einen. Das ist nicht genug. Ich brauche mehr. Warum habt ihr Krieger so wenig Heiltränke? Der schmierige Morra Avogadro war unser Alchemist. Doch seit ein paar Tagen ist er verschwunden. Hat sich aus dem Staub gemacht, das Aas. Keine Ahnung, wo er abgeblieben ist. Aber es wäre besser für ihn, wenn er seinen Arsch wieder ins Labor bewegt. Ein anderes Problem. Ich werde Avogadro für dich finden. Nicht nur finden, Morra. Das sagst du. Herbringen wirst du ihn, klar? Ist ja okay. Du kannst mir doch bestimmt beibringen, besser zu kämpfen. Das hast du auch nötig. Ihr Morras seid schlappe Kameraden. Das sagst du. Du musst deine rechte Schlaghand verbessern, Morra. Oh, glaub mir, die rechte Schlaghand ist... Du mich im Kampf unterrichten? Die ist flink. Also muss es geschehen. Gut, ich möchte aber erstmal nichts. Halt! Keinen Schritt weiter! Ich habe gar nicht versucht, da reinzukommen. Beruhig dich. Es war Kahns Wille, also muss es geschehen. Buchständer, also das ist wahrscheinlich der Ort, wo der Alchemist sein soll, genau. Na gut, jetzt lerne ich wahrscheinlich richtig viel Alchemie und habe umsonst so viel Alchemie und gelernt. Und Inos sprach zu seinen Dienern, errichtet mir ein Portal, auf das ich auf ewig über diese Welt herrsche. Und seine Diener taten, wie ihnen geheißen ward. Habe ich verstanden. Das kenne ich schon. Gut. Trank der Stärke. Dreimal. Maximal Ausdauer. Oh. Keine Ahnung, wann ich den gelootet habe. Okay, 274. Ich brauche ja 300, glaube ich, für die nächste Waffe, ne? 300, ja. Ist auch schon geschärft. Wäre eigentlich auch ein gutes Ziel, ne? Wenn ich jetzt erstmal keine Diebeskunst lernen kann. Zumindest wüsste ich nicht, wo. Konrad. Hier steht nichts Neues. Uninteressant. Ich komme erstmal hier rein und lese alle Bücher. Oh, eine schwere Truhe. Uninteressant. Ja gut, Leute, ihr wisst, was das heißt, oder? Ich werde euch gleich hier vertreiben müssen. Gib Acht auf das, was du hier anfasst, Fremder. Nur wenn du Geld hast, werde ich dich in meinem Haus dulden. Ich hoffe, wir verstehen uns. Du bist doch nicht nur Händler. Richtig erkannt. Die Orks durchsuchen das ganze Land nach Relikten des alten Volkes. Wir gewähren den Orks freien Zugang zu allen Teilen Varans und unterstützen sie bei ihren Ausgrabungen. Ich kümmere mich darum, dass die Orks ihren Teil der Abmachung Blick von ihm, er guckt mir in die Seele. Erzähl mir mehr über die Relikte des alten Volkes. Die Orks sammeln alles, was sie an Artefakten und alten Schriften finden können. Doch ihr größtes Interesse gilt den göttlichen Artefakten. Es heißt, dass das alte Volk einige davon besessen hat. Daher lassen sie die Menschen in den alten Tempeln graben, um sie zu finden. Welche göttlichen Artefakte haben die Orks schon gefunden? Im östlichen Tempel von Trelis gab es angeblich ein solches Artefakt. Gab? Es ist nicht mehr dort. Was macht dich da so sicher? Ganz einfach. Ich weiß, wo es ist. Tatsächlich? In meiner Tasche, du Idiot. Wo befindet sich das göttliche Artefakt Vater aus dem östlichen Unwissenheit. Tempel? Der Preis für diese Antwort übersteigt die Fähigkeiten deines Geldbeutels, fürchte ich. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Ich bin ein Geschäftsmann, kein Gelehrter. Die Geheimnisse dieser seltenen Reliquien ist den weltlichen Menschen bisher noch verborgen geblieben. Angeblich sollen sie in der Hand eines Auserwählten der Götter unvorstellbar mächtig sein. Wer weiß das schon? Welche Abmachung habt ihr Assassinen mit den Orks? Wir unterstützen die Orks und sie bezahlen uns dafür. So einfach ist das.
Jedoch ist Wack schon seit einigen Tagen mit seinen Zahlungen im Rückstand. Ich kann nicht behaupten, dass ich sonderlich erbaut darüber wäre. Wie viel Gold schuldet Wack dir noch? Eine unvorstellbare Menge Geld, Fremder. Sollte Wack das Geld nicht bald bezahlen, werden wir die Tore Varans für die Orks schließen. So lange, bis die Orks ihre Schulden beglichen haben. Was muss ich tun, damit du mir sagst, wie ich in das göttliche Artefakt komme? Ich mache dir einen Vorschlag, Fremder. Du sorgst dafür, dass Wack seinen Teil der Abmachung einhält, und ich helfe dir weiter. Ich finde, das ist fair. Wenn du das sagst, wer bist du? Ich bin direkter Abgesandter Varans. Mein Name ist Kabir. Ich handle mit seltenen Kostbarkeiten der Wüste. Wenn du es dir leisten kannst, mache ich aus dir einen mächtigen Mann. Ist dein Geldbeutel leer, ist es besser, du verschwendest nicht meine Zeit. Jeder Segen, aber auch jeder Fluch hat seinen Preis. Zeig mir deine Ware. Magierstab. Ja, du hast jetzt nichts, was mich interessiert, muss ich an der Stelle mal sagen. Amulett 10-10. Was hab ich da nochmal an gerade? Genau das. Okay. Meine Tastatur hat wieder Bock. Na komm, weg. So. Ich habe ja noch diese Massenhypnose, oder? Nee, das ist... Löst seinen Geist von seinem Körper. Okay. Keine Ahnung, für was das gut ist. To be honest. Ich habe einmal Schrecken. Und zweimal Schlaf. Würde reichen. Probieren wir es. Schnell, weg von hier. Nimm die Waffe weg. Hör endlich auf mit der Magie. Eine weise Entscheidung. Rubinklinge. Das ist die, die ich jetzt neulich gelernt habe, herzustellen. Werde ich jetzt angesprochen wegen Klauen? Du weißt genau, woher unsere Probleme kommen. Noch nicht. Okay, also kann ich noch ein bisschen mehr klauen. Gut. Was ist hier? Ist das die Schatzkammer? Wieso wird die Schatzkammer nicht bewacht? Wieso hat die Schatzkammer keine Tür? Wieso ist in der Stadtkasse ein Verwandlungstrank und 100 Münzen? Wer gibt mir denn den Auftrag, die Burg zu plündern? Oder ist das einfach nur so ein allgemeines Ding? Eine allgemeine Belohnung. So, jetzt werde ich aber genug geklaut haben, dass ich angesprochen werde. Halt! Bei unseren Leuten verschwinden immer mehr wertvolle Dinge. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wenn das so weitergeht, werden wir dich für die Sache verantwortlich machen. Okay, man kann tatsächlich den ersten Step schon überspringen. Also, dass die halt direkt auf es verschwinden immer mehr und du bist schuld gehen. Gut. Also muss ich mich jetzt zurückhalten mit dem Plauen. Ah ja, genau, ich wollte kurz gucken, was kann denn die Rubinklinge... Interessanterweise ist das Ding schlechter als das letzte, was ich aus der Truhe gekriegt habe. Interessant. So, und wenn wir mal gucken, das hier kennen wir bereits. Hier war ich nämlich schon mal. Hier links. Machen wir aber gleich, nachdem ich den Goblin da vorne vermöbelt habe. Da! Also jetzt, da ich Goblins besiegen kann, ist das Spiel offiziell zu easy, oder? Jetzt kann ich eigentlich direkt
Überspringen und Götterdämmerung spielen. Ich meine, ich kann meinen Endboss jetzt schon besiegen. Also, was will ich denn da mehr? Oh, ein Hirsch. Ganz leise. Blöder Hirsch! Oh, verdammt. Der andere hat mich gehört. Oh! Oh, schade. Das wäre schön gewesen. Oh, da ist nochmal einer. Oh, da ist nochmal einer. Ich krieg dich, ich krieg dich. Fuck, ich krieg dich nicht. Okay. So, hier waren wir nämlich schon. Da bin ich dann kurz in die Richtung, hab die Sachen eingesammelt und gesagt, no, ich gehe zurück. Und hier drunter war ja diese Höhle mit den Rippern. Ein Hase? Wo sind die Hirsche? Die sind die wichtige Partei, die ich zu töten habe. Die ich töten möchte. Da ist einer. Da ist der andere. Oder sind sogar zwei. Oh, nein, das hat nicht getroffen. Ich dachte, es hätte. Hm. Na gut. Waldbeere. Wo liegt der Hirsch? Da. Oh, hi. Die Frage ist, in welchen Stadtstaat ist dieser Hirsch jetzt geflohen? Ich meine, der scheint wirklich bis ans Ende der Welt gerannt zu sein jetzt. Was interessant ist, weil hier ist eigentlich nur Wasser und Abgrund. Hallo? Dieser Hirsch kann sich teleportieren. Hi Musik. Tschüss Musik. Ach nee, doch nicht. Ich dachte gerade, da wäre. Ich hätte das Geweih gesehen, aber das war nur das Geäst hier. Da oben war ich ja auch schon drin. Das war nur der obere Teil der Höhle. Und hier bin ich ja dann quasi umgedreht, wenn ich mich nicht irre. Weil hier auch nichts war, ne? Ja. Gut, dann können wir jetzt auf den Hügel drauf. Also für die, die da oben sind, werde ich wahrscheinlich die Ripper töten müssen, oder? Weil da hatte ich ja dann eine Quest abgeschlossen gehabt, dass ich die getötet hatte. Pier. Du siehst nicht aus wie ein Schweinehirte. Du genauso wenig. Was willst du hier? Den Hof hier ausnehmen? Du siehst eher aus wie jemand mit einem lukrativen Nebenverdienst. Ein Dieb. Wenn du das sagst, schon in der Burg von Trelis gewesen? Die sollen da große Reichtümer versteckt halten. Ja, ein Ausdauertrank und 100 Gold, echt krass. Wo wird man seine Hehlerware am besten los? Westlich von hier in Nemora gibt's den Dudley. Der kauft dir gestohlene Ware ab. Wo gibt es etwas richtig Wertvolles zu holen? Der Schamane Kamak. Bei der Ausgrabung von Trelis trägt ein Artefakt. Muss wohl so eine Art Kraftquelle sein. Naja, kann nicht verkehrt sein, wenn er das los wird. Ich habe die Burg von Trelis ausgeräumt. Das wird den Orks bestimmt nicht gefallen. Wenn du willst, zeige ich dir jetzt ein paar Tricks. Unmögliche Taschendiebstähle. Dazu bist du noch nicht. 22. Aber das hätte ich tatsächlich schon gerne. Ich meine, momentan erreiche ich es eh nicht. Selbst wenn ich jetzt meine 20 Lernpunkte reinpump, wird es nicht reichen. Da gehe ich lieber nochmal erstmal
nochmal auf eine neue Waffe quasi. Dass ich da dann einen guten Puffer habe, um dann mal eine Zeit lang was anderes zu skillen. Du siehst aus wie ein starker Kämpfer. Ja. Du bist bestimmt der Richtige, der mir bei meinem kleinen Problem mit den Höhlen unter meinem Hof helfen kann. Was ist Huhn? Mir ist noch nie aufgefallen, wie die laufen, Alter. Zeig mir deine Ware. Wie läuft's auf deinem Hof? Wenn ich nicht so eine hohe Pacht bezahlen müsste jeden Monat, ging es mir besser. Wie viel Pacht zahlst du den Orks? Sie wollen für jeden Monat 1000 Goldmünzen. Ich habe das Gold zwar zusammen, aber ich habe mich bisher nicht getraut, den Hof zu verlassen. Zeig mir das. Nein. 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 Oh Mann. Moment mal. Was hast du ausgefressen? Avocado. Raus mit der Sprache. Das ist der Alchemist. Nee, gar nichts. Ich bin ein einfacher Bauer hier und mache nur meine Arbeit. Glaub mir. Ganz bestimmt. Du bist kein Bauer. Du bist ein entflohener Alchemist. Du hast für die Orks und Trelis gearbeitet. Verrate mich nicht, bitte. Ich gebe dir auch bitte, all mein Geld. Aber bitte! Bitte nicht! Dass ich mich hier versteckt halte, ja? Warum bist du überhaupt aus Trelis geflohen? Ach, kannst du dir vorstellen, wie die Orks einen behandeln, wenn man kein Kämpfer ist? Ständig wird man herumgeschubst und gedemütigt. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Vergifte sie doch, du bist ein Alchemist. Du gehst zurück nach Trelis oder ich mach dir Beine. Du bist ein mieser Kopfgeldjäger. Gut, ich gehe zurück. Aber du solltest besser auf mich Acht geben, dass ich auch heil ankomme, du Schwein. Du bist hier der Herr? Die Orks sind die Herren. Avocado? Sie pressen uns Bauern aus okay? Wie reife Früchte. Ich glaube, sie haben uns einfache Leute nur noch nicht getötet, weil sie keine Ahnung von Fischen haben. Könntest du vielleicht... Ich Ohne muss hier noch ein Gespräch... Sie Hallo? Verhungern. Okay. Was ist mit den Höhlen unter deinem Bauernhof? Schon seit Tagen höre ich hier oben so ein furchteinflößendes Grunzen. Ich vermute, dass einige Viecher in den Höhlen unterhalb dieses Felsens hausen. Ich kann nicht mehr ruhig schlafen. Was ist mit ich mehr? Die grunzenden Biester unter deinem Hof sind weg. Da wurde auch Zeit, dass sich endlich jemand darum kümmert. Hier ist die Pacht, die wir noch an die Orks in Trelis zahlen müssen. Ich bin davon überzeugt, dass du der Richtige bist, sie zu überbringen. Ich weiß noch nicht mal, an wen ich die ganze Pacht geben soll. Das war ja schließlich jetzt nicht die erste. Hey du, was schleichst du hier rum? Hey du, halt dein Maul! Der kann mir doch dann bestimmt auch das Rezept verkaufen für... Dingens, wie heißt's? Lebenskrafttränke oder wie auch immer die hier genau heißen. For a bissl mehr life. Because as I Krieger, I can use this very much goodly. Halt doch dein Maul. Halt doch dein Maul. Bist du jetzt zufrieden? Du wirst es überleben. Oh Mann. Mach mir Heiltränke. Ach so ist das. Jetzt darf ich auch noch für dich arbeiten. Dafür bist du hier. Na, hier hast du ein paar Heiltränke. Ich will mit dir handeln, du Affe. Deine Ware. Trank der Lebenskraft. Eigentlich könnte ich mal alles kaufen. Ne? Aber nee, im Moment muss ich das jetzt nicht. Das ist die leichte Nomadenrüstung, die werde ich behalten für den Moment. Nein. Eins wollte ich behalten. Dann behalte ich nur zwei. Für den Fall der Fälle immer was in der Hinterhand. Er hat gar nicht so viel Geld, gell? Ja. Ein bisschen kommt was rum. Kosmos, Feuerfall, Pfeile? Reicht's immer noch? Bisschen harder noch. Das ist schon zu viel jetzt. Hallo? Gold ausgleich? Achso, er hat nicht genug. Ist mir egal. Der war hier gesessen. Ich will nicht rein. Der war hier gesessen. Wo ist denn der jetzt?
Da muss man hart durchgreifen. Ich habe Avogadro gefunden. Sehr gut. Jetzt bring ihn zurück in sein Labor. Ich fand ihn auf einem der Bauernhöfe. Ach, das ist ja schön für ihn. Avogadro arbeitet wieder in eurem Labor. Fein. Wenn er nochmal aushüchst, dann werde ich ihn eigenhändig töten. Sehr gut, Morra. Dich kann man losschicken. Bruno muss los. Gut, dann mache ich jetzt hier einen kleinen Cut. Bei dem Cut überprüfe ich dann auch gleich wegen den Druiden, ob ich die umklatschen kann. Wenn ja, dann gibt's richtige Klatscheritis. Das klingt nicht wie. Das klingt nicht gut. Wir klatschen die Druiden dann weg, wenn das funktionieren sollte. In dem Sinne, bis gleich.